Und damit hallo und herzlich willkommen zur Halle des Fleischformers. Auch hier noch in der Levelphase. Im Schlachtexposer. Muss ich hier gerade nochmal schnell was einstellen nebenher. Die können sich ja schon mal kloppen da unten. So. Das hier direkt mit. Also wir haben wieder drei Schlachtzugsbosse vor uns aus dem LFR. Die Bude wackelt. Dann kommen die großen Mistviecher raus. Dann haben wir dieses Auge vor uns, glaube ich. Ich meine, hier wäre das Auge da. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nochmal 12 Stärke dazu, nehme ich. Nehme ich alles. Also wir haben ja das Glück, dadurch, dass ich nicht allzu viel Gas gegeben habe, ich bin ja halt jetzt noch immer am Nachquesten bei den Gebieten, um die Erfolge zu bekommen, um dann die Fäden zu bekommen. Ja, und diese Fäden, die sind echt... Also die durch den Erfolg, diese mächtigen Fäden und so, dadurch, dass sie den Exploit wohl rausgenommen haben, jetzt alle neidisch, dass wir diese Fäden bekommen. Aber was willst du machen, ne? Wenn Blizzard das ändert? Zweimal Ausdauer, zweimal 24 Ausdauer. Eine wichtige lebensentscheidende Frage gestellt worden. Sorry. Ja, im Moment geht es ein bisschen drunter und drüber bei mir. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten paar Wochen ein wenig relativieren. Ah ja, jetzt kommt diese einförmige Bestie. So, was macht das Katzentier schon wieder dahin? Ey! Ich habe hier so eine Kruschel-Ecke quasi von Sachen, die vielleicht noch in den Keller müssen oder nicht. Und diese Katze findet diese Ecke so spannend. Also ich freue mich schon, wenn ich die Dinger hier ruhig laufe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haltet sie auf! Der Animus darf nicht gestört werden! Hat direkt bessere Schultern bekommen. Der Animus darf nicht gestört werden. Die kann so nicht verwendet werden! Ihr spielt mit Kräften, die ihr nicht versteht! Das Problem ist, sie haben jetzt die hier schon gezogen und die werden definitiv, wenn die down gehen, den Boss machen. Habt euch selbst verdammt! Sind noch nicht alle da. Das ist ein wildes Kämpfer. Aber jetzt weiß ich, warum das Halle des Fleischformers heißt.
habe mich mit den Abschnitten so eigentlich nie direkt befasst, weil ich da immer komplett durch bin. Aber sie formen mich ja halt was, ne? Ich wollte gerade sagen, das war's doch noch nicht. Euer Untergang wird vorbereitet. Haben wir sie zu schnell gekillt? Ah ne, er steht auf, okay. Aber er geht trotzdem sehr viel schnell down. Wir sind jetzt immer mehr auf Maximallevel, geht ja recht fix. Tempo, Vielseitigkeit, sehr schön. Sonst nix. Ja doch, die Fäden wieder. Ne? Oh, auch nochmal mit Vielseitigkeit. Kann man sich einverleiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Instanz, in der nächsten Raid oder whatever auch wieder. Ich bedanke mich. Bis dahin. Ciao.